空から松金組を偵察してみる。どこだ。なんだ。それしてる。Es ist wieder mit der Schwanerdrohne unterwegs. Chrissy, aufpassen, gleich schaust du durchs Fenster. Ja, sie soll mir da ein bisschen Essen raufpacken. Dann düse ich auch wieder zurück. Ich hab hier echt einen Mückenstich, so eine Scheiße. Ja, mach mal. Siehst du? Ich besuche sie ja nur. Mit der Drohne. Was ist scheiße? Ich hasse Mückenstiche, ne? Ich werde Higashi und Biko versuchen. Wir können die Torture weiter verfolgen, als die Hände ausbreiten. Ich auch. Ich bin still. Das ist nicht gut. Dann bin ich alleine die Torture. Ich muss dann einen Brennstift holen, dann sind die Stiche egal. Ich habe auch so einen. Das ist gerade ekelhaft. Ich habe nur Hunger, weil wir die ganze Zeit über Essen reden. Ja, ist auch Keks schuld. Der isst ja auch nur hier. Oh shit. Nein, das wollte ich nicht. Ups, nicht kratzen. Aber es ist so ätzend. Dieser Juckreiz macht mich aggressiv. Den ganzen Land echt nur ja, wenn du wüsstest, was Keks heute schon alles gegessen hat. Das Essen müsste eigentlich hier oben schon rauskommen. Da müsste schon so überfüllt sein. Ich kann nicht widerstehen. Scheiße. Der Keks hat einfach mal für eine ganze Woche gegessen. Hä, was macht ihr denn? Musst du das jetzt riskieren, weil der irgendwie die ganze Zeit zurückgelaufen ist? Hui! Was soll ich denn jetzt tun, verdammte Axt?
furchtbar. Da unten ist er und quatscht nur. Ich glaube, das war mein Tod jetzt hier. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hier mich verstecken soll. Am besten. Jetzt bin ich schon. Ja. Also er tut sich nichts Gutes. Vor allem, er bemüht sich, mit Beat Saber Sport zu machen und dann haut er sich das alles rein. Ja, sagt sie. Ja. Ich wiederhole nur das, was er immer sagt. Warum soll ich denn was anderes sagen? Die Wahrheit. Er nennt sich selber mal Walross. いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱそうだよな。Kann er mal weiterlaufen? Also eine Verfolgung, wo mehrere aufpassen die ganze Zeit, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Wieder Hunger. Irgendwann ist aber nicht gut, Keks. Killer Keks. Irgendwann rächt sich dein Körper und sagt, ey, kannst du mal mich in Ruhe lassen? Chips mit Maggi esse ich nichts. So, da ist nur noch einer da. Wer bei ihm rumkraucht. Oh, ist ein schwarzes Loch in Keks hier entstanden. Ja, ich glaube auch. Verdammt, ist mein Ducky schmutzig. Aber meine Duckys bekommen nur Handwäsche. Nicht so abwerten. Wir beleidigen uns immer mit Maggi deswegen. Du stinkst nach Maggi und... Deswegen kommt das. Wir beleidigen uns. Das ist lecker. Also wir machen auch nur Spaß. Was, Liz? Was gönnst du so? Nee, nix. Grinst nur so. Der knurrt nicht, der wimmert vor Verzweiflung. Boah, Leute, jetzt lauft doch mal weiter hier. Was soll denn die Scheiße? Maggi ist nie verkehrt. Wie lange soll ich den jetzt noch verfolgen?
Schau gerade in deine Augen und sehe, morgen dabbe ich und nehme meinen Ducky-Bezug mit in die Wanne. Achso, morgen bade ich und nehme meinen Ducky-Bezug. Und dann fangen die gruseligen Selbstgespräche an mit dem Ducky. Mein Schatz, soll ich dir den Rücken waschen? Ja! Okay, das wird gruselig gerade. どこに向かってんだ東は。な、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか？ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。 Lol, was ist das denn jetzt für eine Aktion? Er sieht uns und haut einfach random ab. Scheiße, jetzt hab ich ihn aufgepasst. Jetzt wirft er nach mir, was soll das? Fertig. So. Ich wollte es gerade sagen. Shizuku liegt gerade in der Wanne und genießt ihr Bad. Zumindest denke ich, dass sie das tut. Nanda ja. Mou nige nakute ii no ka? Betsu ni omae kara nigete ta wake ja nee yo. はい、無理、処理を。組の目があるところじゃ。お前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。電子バイネクラ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。え?ハムラの頭は 本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって。組の門に号令がかかってる。へえ。逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。ハムラの居場所は俺は聞かされてねえ。本当だ。 今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。なんぞばんねえ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ 素直に忠告聞いて街出るか。バカ言え。冗談だよ。でもハムラの方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。今エムタフ総合の人はマイスの視点か。だからって。オッケー、ビスグライヒ。なあ、ハムラの手下が俺らを探してんだったら、襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。で、 そいつらにハムラの居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。ふん。正直それも嫌だな。だろ。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。
俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ？それくらい自分で考えろって。Und seid ihr noch fit? Ich merke, dass ich langsam immer müder werde. Ja, ich höre dich, Tavo. Na. Ich werde Kyuri und dich anziehen. Ich werde dich anziehen. Ich werde dich anziehen. Ich werde dich anziehen. Hasch, danke schön für dein Sub. Das kam jetzt gerade so unerwartet. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit den Emotes, wenn man damit Spaß haben kann. Dankeschön. Keine Müdigkeit vortäuschen. Tue ich nie. Ich sage immer, dass ich müde bin. Weil es auch die Wahrheit ist. Anni! So, kann ich meine Nachrichten checken? Nein, kann ich nicht. Das ist eine sehr lange Questreihe hier. Also Hauptaufgabenquest. Spaß, Spaß, Spaß. Wie geht's dir? Hallo, wir sehen aus wie ein Schwäch... Was soll das denn? Wir sehen also beim Laufen aus wie ein Waschlappen. Na toll. Aber seine Jacke ist cool. Chanto mitte de kureyo. Makase dokette. Tada kono ato nani ga aru ka wakannei kara na. Aima mitte. Hara goshirai toka iroiro tekitou ni sonai toke yo. Unser letztes Mal oder was? Also ich könnte theoretisch schon noch was essen oder auch nicht. Hier rein. Schnell, schnell. Wir müssen essen. Wir wollen... Achso, ich brauche eh nichts essen. Okay. Mein Leben ist voll. Alles super. Läuft doch. Ja, wir hören dich. Wie soll ich denn schwach aussehen? Was ist das denn? Human Fall Flat hat ein Update. Ich bin verwirrt. Ein Update? Vielleicht haben die neuen Content reingebracht. Neue Aufgaben oder was weiß ich. Ich will mich jetzt ernsthaft betrinken. Oh wow. Habe ich vielleicht was im Inventar? Ich habe bestimmt Alkohol. Tada! Jetzt bin ich wirklich dicht. Ich lauf nicht so. Der Charakter läuft wirklich gerade schief. Beim Rennen wird es jetzt bestimmt lustig, ja. Die Steuerung ist total im Arsch jetzt. Hui! Ich soll ja nur rumlaufen und einfach nur schwach aussehen. Alles klar. So, ich muss jetzt bis zum Tender kommen. Ich muss mich da voll saufen. Ich dachte, das geht auch so. Oh. Diese Mühe habe ich mir jetzt gegeben und die war umsonst. Das ist doch scheiße. Na gut. Da habe ich Alkohol gekauft und habe es mit und jetzt... Hey. Das ist schön.
Ich hab Durst, wir sollten alle was trinken. Breitarsch, so schnell. Wieso das denn? Hui! Trinken ist eine gute Idee. Mir der Deckel runtergefallen. Ach Mann! Ich kann nicht mal mehr einen Deckel halten. Ey. Jetzt hätte das Lied perfekt gepasst mit Hello Darkness, my old friend. Das muss jetzt, sowas muss auch natürlich kommen, ne? Was will der mit seinem Klappstuhlmesser hier? Hui! So, wo wollte ich jetzt hin? Zur Bar. Muss ich einmal hier rum? Dann hier rein. Ach, das ist ja die schon wieder. Gabo. Hallo, Tag. Freut mich, dich zu sehen. Gleichfalls. Wie läuft das Geschäft so? Super, wie immer. Muss ich das wirklich erwähnen? Ein Freund-Event? Ich schätze nicht. Wir werden, Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Wie werde ich so gut wie du, Marie? Verrat mir dein Geheimnis. Bist du mit Gibbos durch? Ja, bin ich. Ich werd's. Ich glaube, ab nächste Woche kommt der erste Part auf YouTube, weil ich lade die Sachen immer hoch. Kann man sich dann. Eigentlich müsste es auch hier auf Twitch noch da sein, die Datei. Die zwei Streams, die ich hatte. Aber ja, ich bin fertig. Das war ein sehr wunderschönes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da war so viel Liebe drin. War schön. Genau, Keks. Klappstuhlmesser. Gräb den Klappstuhl aus und mach Klappstuhl-Rauchzeichen. Wow. Es ist spät, da kommen keine sinnvollen Sachen mehr. Es ist nämlich 3.33 Uhr. So, ich habe viel über das Geheimnis des Erfolges nachgedacht. Ich glaube, er geht mit Einsicht einher. Mhm. Einsicht? Ja, ich verschaffe mir etwas... Ich kann nicht mehr lesen, es fängt an. Ich verschaffe mir etwa einen Vorteil, indem ich mir die Körpersprache und Gesichtsausdrücke anderer Leute ansehe. Irgendwie bin ich beeindruckt. Oh, du kannst das sicher genauso gut. Du bist schließlich ein Detektiv, oder nicht? Ja, da hast du recht. Dann lass uns ein kleines Spiel spielen, okay? Was denn für ein Spiel? Siehst du den Büroangestellten da drüben, der da sitzt? Schnapsal trinken! Okay, also ab jetzt Klappstuhl-Fight, haut okay mit dem Klappstuhl auf den Rücken. Aua! So, genau, spät. Muss morgen um 10 raus, also gehe ich jetzt mal schlafen. Chrissy, ich danke dir nochmal für dein Raid. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Träum was Schönes. Und erhol dich gut. Ach so, ich fand das auch sehr interessant. Ja, das Spiel war wirklich. Sowas mag ich sehr. Sowas mag ich sehr. Also solche Spiele. Das war echt. Hat mir sehr gefallen. Zuckerpuppe. Haut galaktisch mit dem Klappstuhlmesser vor dem Kopf. Habt ihr es noch nie gehört mit dem Klappstuhlmesser? Das habe ich schon öfter gehört. Mit Klappstuhlmesser. Hat irgendjemand anderen mal gehört? Das ist schon eine Weile her, aber. Das ist mir ein Begriff. Ob das was Sinnvolles ist, weiß ich nicht.
Kannst du das wirklich daraus schlussfolgern? Ja, ich glaube, er schafft noch 3 Drinks. Ja, okay. Du hast keine Ahnung, oder? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich habe bemerkt, dass er erst vor kurzem auf dem Klo war. Er durfte sich also noch erleichtert fühlen. Also, Tuck, was meinst du? Wie viele Drinks, bis er wieder für kleine Jungs muss? Vielleicht kann ich etwas an seiner Körpersprache ablesen. Toll. Wir machen jetzt ernsthaft daraus eine Wette, wann er auf Toilette muss? Er wirkt nicht unruhig und schaut nicht ständig in Richtung des Klos. Scheint also noch nicht dringend zu sein. Nee. Willst du ihn nur anstellen und hoffen, dass die Antwort dir zufliegt? Ich brauche noch einen Augenblick. Sieht nicht so aus, als würde mich seine Körpersprache weiterbringen. Vielleicht geht es weniger um ihn, als um seinen Drink der Wahl. Hm? Was trinkt er denn da? Hey, machst du das dann? Was trinkt der Typ da drüben? Oh, das ist ein Red Eye. Kenne ich nicht. Das ist ein Cocktail mit Tomatensaft und Bier, oder? Ein Cocktail mit Tomatensaft und Bier? Oh. Das soll schmecken? Also, da müsste ich auch schnell aufs Klo und zwar kotzen. Hat denn ein Stuhl mit einem Messer zu tun? Na, Klappstuhl wegen und diesem Butterfly-Messer, weil es auch aufklappt. Vielleicht deswegen. Wer trinkt denn so einen Schmutz? Ich weiß es nicht, das ist ja ekelhaft. Gibt es das wirklich? Warte, ich google jetzt. Red Eye hieß es, ne? Red Eye Cock. Es gibt wirklich. Bloody Caesar gibt es. Mit scharf. Was? Scharfe Soße? Ih, was ist das? Das ist ja noch ekliger. Es wird nicht besser, was ich hier lese. Tomatensaft, Bier, Ei. Was? Und Wodka. Das gibt es wirklich. Wodka in Bierglas gießen, Tomatensaft ins Glas gießen, Bier ins Glas gießen, Ei ins Glas geben. Was ist das denn? Also ich wäre sehr erstaunt, wenn das wirklich schmeckt. Das ist halt das Klappmesser, aber nicht Klappstuhlmesser. Aber ich habe es irgendwoher mal gehört. So. Wir müssen seinen tollen Drink hier begutachten. Tomatensaft enthält viel Kalium und das wirkt harntreibend. Und das bedeutet, dass er vermutlich schneller aufs Klo muss, als Marie glaubt. Bist du endlich soweit, Tuck? Du sollst deine Lady nicht warten lassen. Tut mir leid, ich bin jetzt bereit. Dann lass mal hören, also wie viele Drinks noch, bevor er verschwinden muss. Noch 2 oder? Ich mach 2, oder? Wenn jetzt noch ein. Wenn es sehr harntreibend ist. Und der hat jetzt schon einen getrunken. Dann wären 2 jetzt ziemlich riskant. Der hat ja 3 gesagt. Er hat ja schon einen. Ich würde noch einen sagen. Ich würde nur einen sagen. Nacht, Chrissy. Dankeschön. Und sehr lieb von dir, dass du alle erwähnst. Und eine gute Nacht wünschst. Wow, sehr forsch. Alles klar. Oh, und ich hätte noch erwähnen sollen, der Verlierer übernimmt heute die Rechnung. Was? Keine Warnung, Tag. Marie ist ein Schluckspecht, aber heute trinkt sie wie ein Schwamm. Schnapsdrossel. Na, super. Entspann dich. Schauen wir einfach, wie die Sache ausgeht. Naja, alle nicht. Aber viele. Trotzdem. Hoffentlich liege ich richtig. Oh Gott. Bitte! Hey, ich hätte gerne noch einen. Kommt sofort. Verdammt. Am besten holst du schon mal dein Portemonnaie raus. Noch habe ich nicht verloren.
Wenn er den nächsten Drink geht, steht das unentschieden. Hm. Dann warten wir mal. Ja. Ich dachte, das sind jetzt doch einer gewesen. Aber wir haben trotzdem. Ist unentschieden. Muss ich jetzt trotzdem bezahlen? Dabe. Hast du eine Hexe? Durch deinen Drink. Du weißt doch, dass Red Eyes mit Tomatensaft gemacht werden. Tja, Tomatensaft enthält viel Kalium und das wirkt harntreibend. Früher war also wahrscheinlicher als später. Wow, du hast dir ja richtig Gedanken gemacht. Hat wohl seinen Grund, dass du Detektiv bist, was? Ich bin beeindruckt. Ich habe eigentlich zuerst zu zwei tendiert, aber... Egal. Hauptsache, ich muss nicht bezahlen. Lass uns das mal wiederholen. Ein Drink und eine Wette machen jeden Abend spannender. Für dich ja, verrückte Frau. Deswegen sollte ich jetzt hierher kommen? Ja, zuiben nonbiri shite yagatta na, Tabo. Nanka mokuteki wasurete ya shinei ka? Ja, ich hab den Plan vergessen. Omae wa Hamura no teshita o obiki dasu otori nan da zo. Die haben mich angequatscht, dafür kann ich nichts. Lebst du noch? Ja, warum soll ich nicht leben? Ich rede doch die ganze Zeit wie ein Wasserfall. Das ist eine tolle Idee und die werden nicht direkt auf uns dann losgehen und uns umbringen wollen. Naruhodo. Soitsu ari kamo na. Sono mise no namae to basho wa? Sou da na. Tenkaichi dōri no Arubin kana. Okay, wakatta. Itte miyou. Okay. Ich werde aber die Aufgabe, glaube ich, noch machen, oder? So, was für Flaschen. Nein, ich habe gerade einfach nur Spaß. Ich habe aber nicht mal richtig gesoffen. Man kann auch ohne zu saufen Spaß haben. Es geht sehr, sehr gut. Was ist da los? Okay, ich möchte die Plätzchen unbedingt haben. Mach mir solche Plätzchen. ここは一つ一助け一つかあの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎる。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。え？なんだと？あ、嫌がみ。なんでこんなところに。一般人にすごんで何やってんのまったく。てめえに関係ねえだろ。
Und tschüss. Ja, so ein kleines Messer habe ich auch immer in der Tasche. Vor allem, das kann man nicht mal klappen. Das ist nämlich so ein typisches japanisches Messer. Weiß ich nicht, wo der das einfach rausholt. Oi, Antara. Das war nicht mal ein Klappmesser. Hamura no Kashira ni Yagami ga kita tte shikkari tsutai toite. Hamura no Kashira? Tanonda yo. Das ist aber nur die Glasur mit Stoff. Egal, aber das schmeckt bestimmt voll lecker. Oder du machst noch zusätzliche Zutaten rein, so. Kaito-san, du weißt schon. Die besonderen Kekse. So langsam setzt die Müdigkeit bei mir auch ein. Ja, ich mach auch gleich aus. Ist ja schon... Oh, es geht schon auf die 4 Uhr zu. Tut der Hintern auch voll weh. Bacon? Mhm. Genau, wir meinen Bacon. Mr. Bubbles.